dich. Wird schwierig werden, dahin zu kommen. Der schwimmt schon nicht weg. Maria, geht es wohl nicht sehr gut, wie? Ich kümmere mich schon um sie. Dann will ich nicht stören. Edwin kam mir von Anfang an ein wenig verdächtig vor. Warum denn, um Gottes Willen? Er sieht aus wie ein Agent. Wie ein was? Na, ein feindlicher Spion, Blödmann. Aber... Ist wohl ein bisschen so hoch für deinen Spatzenhirn, was? Hier bringe ich Ihnen was. Oh, prima, meine Mütze, danke. Dafür verrate ich dir auch was. Ich bin ganz Ohr. Simon hatte ein Papier bei sich, auf dem draufsteht, man soll einem Vogel irgendeinen Mikrochip unter die Haut setzen. Und wo ist das Papier jetzt? Habe ich ins Meer geschmissen, ist doch eh nur Schwachsinn. Hätten Sie mir das auch erzählt, wenn ich Ihnen nicht Ihre Mütze gebracht hätte? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Was soll's, blöde Frage. Das Stück Papier ist wirklich interessant. Von welchem Chip ist da die Rede? Der Baum da hängt ganz schön gefährlich schief, was? Der wird wohl bald ins Meer stürzen, denke ich. Die Wurzeln halten bestimmt noch ein Weilchen. Oh, das habe ich ja ganz vergessen.
Ich habe dieses Crackerpapier hier bei der Höhle gefunden. Vielleicht nützt es dir ja was. Vielen Dank. Ich werde es gleich lesen. Dritte Nachricht. Werf den Mikrochip nach dem Herausnehmen nicht einfach weg. Die Kreaturen, die auf die Insel kommen, denken sonst, das Versuchsobjekt sei gestorben. Und versuchen es zu finden. Walter hat herausgefunden, dass man ihn stattdessen besser einem Nagetier unter die Haut setzt. So jedenfalls beschreibt er es in seiner Nachricht, die ich gefunden habe. Sie lag unter... Da fehlt ein Stück Papier. Endlich mache ich ein paar Fortschritte. Aber ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll. Verdammt. Ohne den Rest des Dokuments erfahre ich nicht mehr. Hört das denn niemals auf? Das macht mich alles krank. Ich habe mich schon wieder abgeregt. Wenn sie unter Strom steht, kriege ich ganz schön eine gewischt. Das hier sieht aus wie eine Krankenhausmüllhalde. Das fasse ich nicht an. Ich will mir doch keine Gelbsucht einfangen. Desinfektionsmittel. Sieht so aus, als wäre ich irgendwo im Keller eines Krankenhauses. Kein Mensch wird einen blöden Lappen vermissen. Ich würde zu gern wissen, wie ich hier überhaupt hergekommen bin. Das Wasser tropft sehr langsam, aber darüber mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Na super! Dann kann ich mich ja sogar noch ein wenig ausruhen. Das braucht ja ewig. Staub und Dreck. Der perfekte Sichtschutz. Na, Leichen haben mir jetzt gerade noch gefehlt. Dafür bin ich ganz sicher nicht in Stimmung. Der ist noch trocken. Die Isolierung ist beschädigt. Hoffen wir mal, dass sie nicht sofort abbricht. Das ist zu weit oben für mich. Aber ich weiß ja eh nicht, was ich damit anfangen soll.
Gut, das sollte genügen. Oh, dann ist es also doch Glas. Ich habe getan, was ich konnte. Oh mein Gott, da ist jemand drin. Staub und Dreck. Der perfekte Sichtschutz. Ich will keinen unnötigen Lärm machen. Entweder ist sie abgeschlossen oder ich krieg sie einfach nur nicht auf. Aufhören! Schon gut, es reicht! Edwin? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was in aller Welt machen Sie denn hier? Was willst du von mir? Tut mir leid, Edwin. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin's, Adam. Ach ja, und du denkst, dass ich dir das glaube? Verzieh dich und lass mich in Ruhe. Beruhigen Sie sich, Edwin. Ich kapiere ja auch nicht, wie wir beide hierher gekommen sind. Red du nur, Jungchen. Ich höre dir sowieso nicht zu. Ich komme später wieder. Versuchen Sie in der Zwischenzeit mal drüber nachzudenken. Ein Schalter aus dem Müll. Was stimmt denn damit nicht? Zu hoch. Ich bin mir nicht sicher. Zischt der Dampf so oder ist hier wirklich irgendwo ein Gasleck? Das wird nicht so einfach. Wäre trotzdem sinnlos, auch wenn ich bis zum Morgen weitermachen würde. Edwin, ich muss mit Ihnen über etwas reden. Nenn mir nur einen einzigen Grund, warum ich dir trauen sollte. Sagen Sie mir wenigstens, ob Sie in Ordnung sind. Nein, ich bin überhaupt nicht in Ordnung. Hier drin ist es stockfinster. Ich sehe ja noch nicht mal, wo ich überhaupt bin. Da krabbelt eine Spinne auf mir rum. Und auch noch andere verdammte Insekten. Verfluchte Dunkelheit. Regen Sie sich ab. Ich versuche Ihnen zu helfen. Lass mich bloß in Ruhe. Ich habe dich nicht um deine Hilfe gebeten und das werde ich auch nicht. Nun kommen Sie schon, Edwin. Vor uns liegt noch ein ganz schönes Stück Arbeit. Ich kann nichts machen wegen des Lichts. Der Schalter muss kaputt sein oder sowas. Wirklich das Letzte, mich hier im Dunkeln sitzen zu lassen, du mieser Hurensohn. Was erwartest du denn jetzt, dass ich mir vor Angst in die Hosen scheiße? Warum sollte ich? Edwin, Sie sollten besser mal die Glühbirne überprüfen. Sehen Sie nach, ob etwas damit nicht stimmt. Und? Nichts. Ist überhaupt keine da. Was? Sie meinen, da ist gar keine? Soll ich es hier noch buchstabieren, oder was? Mann, der macht mich echt krank. Hast du was gesagt? Ja, ich buchstabiere es auch gern für Sie. Erinnern Sie sich noch an mich? Wir haben uns schon mal getroffen. Auf der Insel. Wissen Sie nicht mehr? Natürlich erinnere ich mich, Adam. Diese furchtbare Insel vergisst man nicht so schnell. Das stimmt allerdings. Wissen Sie was? Ich bin direkt froh, dass Sie hier sind. Ich nicht. Na gut, ich will mich nicht mit Ihnen streiten. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich habe festgestellt, dass ich lieber wieder zurück will. Zurück auf unsere kleine Insel, wo ich wenigstens sicher sein kann, dass ich am Leben bin. Sagen wir mal so.
Ich habe schon schlimmere Sachen überlebt und ich werde diesen Ort hier überstehen. Und dich auch. Aber wir könnten doch wenigstens als Partner zusammenarbeiten. Vergiss es, du hältst mich nur auf, Adam. Du bist nutzlos. Find dich damit ab und lass mich in Ruhe. Denken Sie nach, Edwin. Wieso sind wir beide hier? Es muss doch einen Grund dafür geben. Ich behaupte nicht, ich wüsste, worum es hier geht, aber für den Anfang schlage ich vor, wir arbeiten zusammen. Was wollen Sie sonst tun? Egal was. Hauptsache, es hat nichts mit dir zu tun. Ich habe nämlich auch nachgedacht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es dich gar nicht wirklich gibt. Du bist nur eine Illusion. Ein Teil eines Albtraums. Und ich bin wirklich neugierig darauf, was du dazu sagst, du Klugscheißer. Oh Mann, so kommen wir auch nicht weiter. Ich verschwende hier bloß meine Zeit mit Ihnen. Aber jetzt habe ich genug davon. Bis dann. Warte, wo gehst du hin? So geht's nicht weiter, Edwin. Ich bin auch nur ein Mensch. Und es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Machen Sie doch, was Sie wollen. Ich gehe jetzt. Adam, wie soll ich denn wissen, ob das nicht eine Falle ist? Sag schon. Was soll ich dazu sagen? Dieses Problem müssen Sie schon alleine lösen. Ich weiß nur, dass wir schon wieder dasselbe Spielchen spielen. Was schlägst du also vor? Schon komisch, wie schnell Sie Ihre Meinung plötzlich ändern, Edwin, oder? Na, ich muss wohl nicht extra erklären, dass ich auch zurück will. Also tue ich, was immer dazu nötig ist. Sie fangen also an, unser kleines Spielchen richtig gern zu haben, was? Ganz sicher nicht. Aber Sie werden von jetzt an mit mir zusammenarbeiten? Wenn es nicht zu vermeiden ist, ist wahrscheinlich besser, als sich zu prügeln. Genau meine Rede. Edwin, ich will doch nur reden. Dummerweise bin ich gezwungen zuzuhören. Hätten Sie vielleicht Verwendung für so etwas hier? Du machst wohl Witze! Gib sie sofort her! Und wie soll ich das bitte machen? Weiß ich nicht. Ich bin derjenige, der festsitzt. Also lass du dir was einfallen. Und beeil dich gefälligst ein bisschen. Ach, Ihnen ist wohl entgangen, dass wir beide hier drin festsitzen. Können Sie die Abdeckung auf Ihrer Seite abmachen? Schon, aber ich hasse dunkle Ecken. In Ordnung, Sie Held. Können Sie mir dann mal sagen, wie ich die Glühbirne sonst zu Ihnen rüberkriegen soll? Durch das Schlüsselloch vielleicht? Oder wollen Sie sie vielleicht gar nicht mehr? Doch, doch. Warte mal. Ich versuch's. Bin mir nur nicht sicher, ob es geht. Schieben Sie irgendwas an die Wand. So hoch ist es doch gar nicht. Wie sieht's aus? Was denkst du denn? Das erste Gitter habe ich zwar ab, aber an das andere komme ich nicht ran. Macht nichts. Darum kümmere ich mich schon. Danke. Ein gekonnter Wurf. Wieso bin ich auf einmal so gut? Nein, so geht es auch nicht. Wenn ich sie werfe, geht sie kaputt. Zu hoch. Wir haben da ein kleines Problemchen. Na bitte, ich wusste es ja. Was ist das? Gas? Wasser? Feuer? Nein, das nicht. Oder zumindest noch nicht. Überrascht mich ein bisschen. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass was schief geht. Und bis jetzt war alles in Ordnung. Ehrlich gesagt komme ich mir ja auch ein bisschen paranoid vor. Wie kriegen wir denn jetzt die Glühbirne rüber? Ich kann sie ja schlecht einfach durch die Abzugsöffnung werfen. Ich hab nur die eine. Die will ich nicht kaputt machen. Stimmt. Warte mal, ich probiere was aus. Binde die Birne einfach an die Schnur. Ich halte dann das andere Ende der Schnur fest. Gute Idee, Edwin. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber beeil dich ein bisschen, die Schnur ist zu kurz.
Okay, Edwin, jetzt! In Ordnung. Super, das müsste Edwin doch beruhigen. Woher haben Sie denn diese Schnur? Lag die hier einfach so irgendwo herum? Warum? Ach, egal. Kam mir nur komisch vor. Ich bin mir nicht sicher. Hätte nicht geglaubt, dass man sowas findet. Im Finstern schon gar nicht. Nein, nein, die hatte ich die ganze Zeit um den Hals. Von Anfang an. Ich erzähl dir das, obwohl ich das nicht müsste. Ich vertraue dir nämlich, Adam. Moment mal. Wie meinen Sie das, Sie hatten sie um den Hals? Es hing ein Schlüssel dran. Ein Schlüssel? Und das sagen Sie mir erst jetzt? Was willst du überhaupt von mir, Adam? Du weißt sehr wohl, wie die Dinge standen. Ich hatte nicht den geringsten Grund, dir zu trauen. Ich habe selbst versucht, die Tür zu öffnen, aber der Schlüssel hat nicht gepasst. Und dass es hier noch andere verschlossene Türen geben könnte, daran haben Sie nicht gedacht? Naja, davon hast du nichts gesagt. Dann sag ich's Ihnen eben jetzt. Werfen Sie mir den Schlüssel durch die Abzugsöffnung rüber. Zuerst musst du aber versprechen, dass du mich hier nicht allein zurücklässt. Ich werde alles tun, um sie rauszubekommen. Versprochen. Danke, Edwin. Wenn du mich hier im Stich lässt, bringe ich dich um, Adam. Das meine ich ernst. Ich nehme das als Vertrauensbeweis von Edwin, obwohl er ja nicht wirklich die Wahl hatte. Schadet nie, wenn man was Schweres zur Hand hat. Passt. Und Edwin hatte ihn die ganze Zeit bei sich. Eine Leichenschauhalle. Was kommt wohl als nächstes? Ein Friedhof und ein verrückter Totengräber? Vielleicht sollte ich zurückgehen und die Tür blockieren, nur um sicher zu gehen. Und dann hole ich mir noch einen Holzpflock und ein Silberkreuz. Mann, was bin ich aber auch für ein Held.